mal gleich zum ersten FC Saarbrücken, der zuletzt mit einer Niederlage und einem Unentschieden. Zuvor hatte der FCS ja jedes Spiel gewonnen. Jetzt also zum Aufsteiger, zum FC Gießen. Dort waren die Saarbrücker zu Gast. Die hatten ja, die wurden vielleicht ein bisschen nervös nach der Siegesserie, wie gesagt, mit der Niederlage und dem Unentschieden aus den letzten Spielen. Nur einen Punkt aus den letzten beiden Spielen. Dirk Lottner hat bei der Pressekonferenz aber gesagt, mein Gott, so ist das. Ab und an verliert man auch mal und dann taumelt man und dann steht man wieder auf. Also wir haben uns auch bei der Mannschaftsansprache mal als Lippenleser bei Dirk Lottner probiert. Da kommt's gleich. Was sagt er seiner Mannschaft? Hey Jungs, Köpfe hoch. Was ist los? Ja, genau, was ist los? Ein Tabellenführer darf auch mal ein Spiel verlieren. Sie müssen zwar oft, aber nicht immer 3 Punkte holen. Frank Grundtäfer über das Spiel heute. Und zuerst mal Zitat der Glottner. Wir bestreiten hier einen Boxkampf über 34 Runden. Da bekommt man auch mal einen Nackenschlag. Wichtig ist aber, dass wir am Ende noch stehen. Ja, mit diesen markigen Worten fordert er Durchhaltevermögen auch aus dem Umfeld. Heute also sozusagen die 10. Runde in Gießen. Und das wieder mit Sebastian Jakob. Der ist nach Knieproblemen wieder fit. Er also die Führhand im Sturm, um im Boxjargon zu bleiben. Rund 600 FCS-Fans haben die 240 Kilometer nach Mittelhessen auf sich genommen, wollen den 5. Sieg im 5. Auswärtsspiel sehen. Der FC von links nach rechts mit viel Ballbesitz in der Anfangsphase. Die Gastgeber, und das ist bemerkenswert, haben zu Hause tatsächlich noch nicht ein Tor erzielt. Alleine Sebastian Jakob hat derer schon 8. Hier sein erster zarter Versuch, 9. Minute. Es spielt, wenn auch irgendwie gebremst, nur der Tabellenführer. Viel Ballbesitz. Barilla, Golay, Jakob, Mendler. Bissel gewurschtelt da vor der Kiste von Frederik Löhe. Immerhin. Sehr schöne Vorarbeit von Anthony Barilla. Nimmt den hier direkt. Dann aber säbelt Golay am Ball vorbei. Und der Rest bleibt bemühen ohne Erfolg. 14. Minute, es fehlt irgendwie am letzten Punch der Tabellenführer. Seltsam herz- und emotionslos, Dirk Lottner gefällt das gar nicht. Auch nicht das, was er hier sieht. Sein Team zwar mit dem Ballgewinn, dann aber, Achtung, unsauber gespielt hier von Golay. Und jetzt achten Sie mal auf Gießens Keeper Löhe. Ein Blick, ein Abschlag. Saarbrücken komplett überrumpelt. Marco Koch und Uafero mit der Rettungstat. Ja, das wäre beinahe gewesen, der erste Gießener Treffer in einem Heimspiel. Der FCS macht es dem Aufsteiger hier natürlich viel zu einfach. Keine Deckung, würde man im Boxsport sagen. Uafero und Zellner müssen da alles reinhauen, um das schlechte Stellungsspiel von zuvor wieder auszumerzen. 0-0 zur Pause, die Fans nicht gerade begeistert und Kopf hoch steht da auf dem Transparent und das untermauert auch Sebastian Jakob nochmal. Schauen Sie hier, Brust raus, Kopf hoch. Und der Glottner reagiert, bringt Eisele und Jänicke für Golay und Frös. Das war dem Coach offenbar eindeutig zu wenig im ersten Abschnitt und in der Kabine soll's ganz schön gekracht haben. Die Gastgeber aber eröffnen die zweite Hälfte. Ecke Tschitschen, der Ex-Homburger. Und dann Rinderknecht, Riesenchance für Gießen, direkt nach Wiederanpfiff. Ja, gut getretener Standard von Timo Tschitschen und schön verlängert von Nennhuber am ersten Pfosten her. Und dann ist Rinderknecht einfach viel zu frei, Saarbrücken muss hier bangen. Nächster Eckball für Gießen. Aber jetzt stört Saarbrücken besser. Jänicke, energischer Einsatz, macht Meter, lässt sich auch durch die Ringereinlage von Koch nicht aufhalten, hat das Auge für Markus Mendler. Und der bedankt sich sozusagen bei Jänicke, dann war der Akku aber wohl auch leer nach dem Lauf über das gesamte Feld. Trotzdem mit Tobias Jänicke kommt frische Energie ins Spiel des Tabellenführers. Der zieht die gesamte Mannschaft mit. Saarbrücken wird langsam stärker. Etwas mehr als eine Stunde gespielt. Anthony Barilla und schon wieder Jänicke. Und schauen Sie, den legt er wunderbar da rein für Barilla.
Und dann Fabian Eisele, 64. Minute, der Bann ist gebrochen. Gießen fängt sich den ersten Wirkungstreffer. 0-1, die Einwechslung von Eisele hat sich jetzt schon voll ausgezahlt und ja, man kann die Erleichterung mit Händen greifen. Präzise, das Zuspiel von Anthony Barilla auf den völlig ungedeckten Fabian Eisele sehen wir hier noch mal ganz genau. Vierter Saisontreffer des Saarbrückers. Ja, und sie mussten sich richtig reinkämpfen in dieses Spiel. Und mit der Hereinnahme von Jennecke und Eisele hat sich viel geändert. 5 Minuten nach dem 0-1, Mendler. Und dann der vehemente Einsatz von Gillian Jürcher. Jetzt hat auch der richtig Lust. Jennecke 0-2, 69. Minute. Und das ist die Vorentscheidung im Gießener Waldstadion. Jennecke hat sich diesen Treffer verdient. Jürcher bereitet toll vor. Jennecke mit dem Zug zum Ball. Saarbrücken kommt hier nach einer ganz pomadigen ersten Hälfte wieder zurück und verdient sich mit viel Einsatz auch den zweiten Treffer. Und der wird entsprechend gefeiert. So, danach passiert nichts mehr. Gießen wirft das Handtuch. Der FC verwaltet den Sieg und verlässt den Ring heute als ganz verdienter Sieg. Schwieriges Spiel für uns, glaube ich, mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Erste Halbzeit überhaupt nicht zufrieden gewesen. Das war so ein bisschen hier Sommerkick, Standfußball, lethargisch, ohne Emotionen. Irgendwo auch zu erkennen, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Dementsprechend mussten wir heute mal in der Kabine auch ein bisschen lauter werden. Haben dann zur zweiten Halbzeit auch zweimal gewechselt. Und wenn du ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen mehr Leben reinbekommst, mit ein bisschen mehr Bereitschaft auch ein paar Wege mal zu machen, früher anzulaufen, dann wirst du dafür auch häufiger belohnt als das, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und der Dosenöffner heute, das war ohne Zweifel das 1-0 von Fabian Eisele. Meine Stärken liegen eben in der Box. Wenn die Bälle dort reinkommen, laufe ich da mit Vollgas rein. Und in dem Fall hat es eben geklappt. Und ich denke auch entscheidend dazu beigetragen, dass wir heute mit 3 Punkten nach Hause fahren. Der FC also wieder zurück in der Spur, 5. Auswärtssieg in Folge. Der kurzzeitig angeschlagene Boxer, er steht wieder. Man darf natürlich auch mal taumeln, wenn der nächste Schlag wieder sitzt. 3 Punkte also für Saarbrücken. Wir haben außerdem Altenau gegen Hoffenheim 1-1. Offenbach schlägt Koblenz mit 4-0. Balingen gegen Frankfurt 0-2. Und Aalen gegen Balingen ohne H 1-2. Die anderen Spiele sind morgen. In der Tabelle weiterhin ganz oben der erste FC Saarbrücken mit 25 Punkten. Steinbach-Haiger hat genauso viele Punkte, 25, nämlich nur ein etwas schlechteres Torverhältnis. Und dann kommt die SV Elversberg. 8 Punkte Abstand. Ja, mein Gott, das ist schon ziemlich viel. Das sind 3 Siege. Homburg ist 5. mit 17 Punkten und ganz unten drin stehen Balingen, Pirmasens jetzt mit 1 Punkt mehr als Rot-Weiß Koblenz.